Lieben, und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder was Süßes. Heute werde ich backen. Und zwar werde ich heute Apfelballen mit Zucker und Zimt backen. Dazu werde ich erst einen Quarkölteig herstellen, Äpfel grob zerkleinern, die unter den Quarkölteig mischen und die dann als große Ballen aufs Backblech setzen und nach dem Backen noch in Zucker und Zimt wälzen. Und ich hoffe, ihr habt jetzt schon so richtig Lust und ich habe euch so richtig Appetit drauf gemacht. Bleibt auf jeden Fall dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Für den Quarkölteig werde ich jetzt erstmal 200 Gramm Magerquark in den Mixtopf geben. Dann gebe ich 100 Gramm Rapsöl dazu, aber nicht das normale Rapsöl, sondern eines, das mit Buttergeschmack verfeinert ist. Das ist jetzt von Albaöl, eine schwedische Rapsölzubereitung. Aber ihr könnt natürlich auch andere Marken finden und nehmen. Und wie gesagt, 100 Gramm kommen jetzt da dazu, weil ich mag es gerne, wenn der Kuchen nach Butter schmeckt, und ich mag es nicht so, wenn es nach Öl schmeckt. Aber wie gesagt, das kann jeder natürlich so handhaben, wie er es mag. Ein Teelöffel Bourbon-Vanilleextrakt, dieses flüssige Extrakt, gebe ich dazu. Und 110 Gramm Zucker. So, und das lasse ich jetzt erstmal schön vermischen. Und zwar 30 Sekunden auf Stufe 5. So, anschließend schiebe ich erstmal das Hochgespritzte vom Rand wieder runter. Und gebe 300 Gramm Weizenmehl dazu. Ein Päckchen Backpulver. Und einen flachen Teelöffel von meinem Apfelkuchengewürz von Ankerkraut. Das kann ich euch gerne nochmal in der Infobox verlinken. Das habe ich auch bei den leckeren Apfelschnecken benutzt. So, und das Ganze lasse ich nochmal 30 Sekunden auf Stufe 4 unterrühren. Danach schiebe ich hier nochmal das Ganze Hochgespritzte zum Teig wieder runter. Da hat sich noch ein bisschen Quark Masse hochgemogelt. Und jetzt lasse ich den Teig noch mal eine Minute auf der Knetstufe durchkneten. So, der Teig wäre hiermit fertig. Und jetzt werde ich die Äpfel vorbereiten. Und zwar brauchen wir 3 Äpfel. Die werde ich jetzt schälen, entkernen und in größere Stücke teilen. Also die brauchen nicht klein gewürfelt sein, sondern es können ruhig größere Stücke sein. Dann werden die Apfelballen schön saftig. Wer das natürlich nicht mag, der kann den Teig aus dem Mixtopf umfüllen, damit der Mixtopf leer ist und die Äpfel im Mixtopf kurz 2-3 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinern. Ihr könnt es auf jeden Fall auch so machen, die Variante. Ich mache meine jetzt mit großen Apfelstücken. Ich werde meine Äpfel jetzt kurz vorbereiten und dann sehen wir uns gleich wieder. Und es ist auch schon Zeit, den Backofen auf 180 Grad Umluft vorzuheizen. Und ich habe mir schon ein Backblech mit Backpapier vorbereitet. Die Apfelstücke habe ich jetzt vorbereitet. Ihr seht ja, ungefähr sind sie so groß, aber es sind auch ein paar kleinere dabei. Also ich habe sie nicht ganz gleichmäßig hinbekommen. Ihr könnt sie natürlich kleiner oder größer schneiden, ganz wie ihr mögt. Und jetzt kommt der Quarkölteig dazu und es wird alles gut miteinander vermischt. So, das Vermischen von dem Teig mit den Äpfeln werde ich mit den Händen machen, weil der Quarkölteig schon relativ klebrig ist. Aber der muss so sein, dann ist er richtig. So, ich habe meinen Teig mit den Äpfeln gut vermischt.
Wem das natürlich mit den Händen eine zu arge Kleberei, Schmiererei ist, der kann es auch gerne im Mixtopf versuchen, mit Hilfe des Spatels. Vielleicht auf der Teigstufe, ich weiß es nicht, ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert. Ich mache es immer geschwind mit den Händen. Probiert es einfach mal aus. So, jetzt werde ich 6 bis 9 Ballen formen, je nachdem, wie groß oder klein ich die Kugeln, die Ballen hinbekomme. Und auf mein Backblech setzen, da habe ich natürlich schon Backpapier drauf und der Backofen ist auch gleich schon vorgeheizt. Ich feuchte meine Hände ein bisschen an und dann klebt das Ganze auch gar nicht so. So, ich habe jetzt hier das eine Blech mit 9 Ballen und dann hatte ich ein bisschen Teig noch. Da sind noch mal 2 Ballen draus geworden. Ich glaube, ich habe die am Anfang ein bisschen zu klein geformt. Aber ich glaube, das macht nichts. Die werden trotzdem schmecken. Ich gebe jetzt das Blech bei 180 Grad Umluft für ca. 25 Minuten in den Ofen. Und wenn ich sie raushole, muss ich sie gleich noch in Zucker und Zimt wälzen. Das muss noch passieren, solange sie noch schön warm sind. Aber jetzt kommen sie erstmal in den Backofen. So, meine Lieben, hier haben wir die fertigen Apfelballen. Richtig schön lecker. Und das duftet hier in der Küche, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Die Apfelballen müssen wir jetzt noch ganz schnell, solange sie heiß sind, in einer Zucker- und Zimtmischung wälzen. Ich habe mir da 5-6 Esslöffel Zucker hier in den Teller gegeben und ordentlich Zimt drauf. Da könnt ihr gerne eure Mischung so anrühren, wie ihr gerne Zimt esst. Also ich liebe ja Zimt. Ich mache mir auch jeden Morgen in meinen Kaffee eine Prise Zimt rein. Apropos Kaffee, unsere neue Kaffeemaschine da hinten, muss ich euch jetzt einfach sagen, die ist wirklich der Knaller. Die macht so einen geilen Milchschaum, das glaubt ihr gar nicht, der ist richtig fest. Der Jürgen hat am Wochenende sich auch mal einen Milchkaffee rausgelassen und hat einen Würfelzucker auf den Milchschaum gelegt und der Zucker ist nicht eingesunken, der Würfelzucker. Also richtig, richtig klasse. Einfach genial. Ich kann euch die gerne mal verlinken, die ist von Philips. Einmalig, kann ich euch nur ans Herz legen. Jetzt bin ich schon wieder ins Tausendste gekommen. Also wie gesagt, die werden jetzt heiß noch hier schön in der Mischung gewälzt. So, meine Lieben, jetzt schaut selber mal, sehen die nicht lecker aus? Wirklich. Ein richtiger Traum. Ich würde den gerne mit euch zusammen versuchen, aber der ist noch ziemlich heiß. Moment mal, ich schau mal, wie ich das mache. So, ich habe den einen Apfelballen jetzt mal ein bisschen aufgerissen, damit ihr den auch von innen erkennen könnt. Und das dampft also noch richtig, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Also es ist noch sehr heiß, aber das riecht so unglaublich lecker. Muss ich jetzt einfach probieren. Boah, ist das lecker. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also die großen Apfelstücke, das ist wirklich genau richtig. Das ist so saftig, so aromatisch, apfelig. Wahnsinn. Richtig, richtig lecker. Vor allem jetzt noch so lauwarm, beziehungsweise mehr heiß. Absolut genial. Köstlich. Probiert sie unbedingt aus. Köstlich. Ja, meine Lieben, ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Vielleicht seid ihr ja an Fasching unterwegs.
braucht noch ein paar Apfelkrapfen. Macht einfach meine Apfelballen, die sind so unglaublich lecker und die werden wirklich super gut ankommen. Ihr könnt mir da vertrauen. Ich kann sie euch wirklich nur ans Herz legen und empfehlen. Probiert sie aus. So lecker. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bedanke mich wie immer fürs Reinschalten und freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Tschüss!